Willkommen zurück bei Let's Play Starbound und ich bin hier, weil ich auf das Schiff gegangen bin. Oh, erstmal die ganzen Monster hier verkloppen. Ja, und jetzt bauen wir mal in diesem geheimen Unterschlupf da weiter. Weg von unserem Haus! Tja. Tja. So mega geil, so hier so ein grünes Haus überall mit diesen grünen Laternen, dann ist da so oben so eine Überwachungskamera auch noch. Warte mal, ich habe hier was hierfür. Disco. So muss er aussehen. Jawohl. Warte, ich habe noch was für die Disco. Junge, mach nicht hier den ganzen... die ganze Wand voll mit allem. Doch. Das Licht hier erstmal weg. Junge! Junge, mach die Lichter weg, ich habe was Besseres für die. Hier, warte. Hier noch ein paar Stehtable. Zum Rand stehen. Wo sind die jetzt? Da. Jawohl. Guck. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Da hängt eine Kamera. Ja, mach dahin. Oh. Jawohl. Mach noch eine so auf dem Boden. Eine auf dem Boden? Oder häng eine hier so dran. Volle Kanüle, Junge. Die restlichen brauche ich dann aber fast alle, glaube ich, für hier unten dann. Oh, warte mal. Und zwar ist das dann ein langer Weg zur Seite. Yeah, alter, geile Disco. Sexy Nachtclub. Ja, ja. Noch die Banane hier hinhängen. Das ist der Banana Club. Jawohl, die Banane, die hängt da gut. Jawohl, leider kann man hier keine Schilder machen und auf die was schreiben. Richtig geil, dann so der Banana Club. Warte, hier muss noch so eine Schildercouch hin. Jetzt kommt Platz. Dann mache ich die hier oben hin. Mach. Ne, dann mache ich die hier unten unter die Banana. Die Banana. Die fette Banana. Jawohl, Business Lounge. Gucke dir. Junge, ich bin gerade beschäftigt. Jawohl, die Disse. Jawohl, gut. Oh oh. Toll, hier ist eine Höhle. Okay, dann machen wir Folgendes. Jetzt mache ich mir eine Dusche. Machen wir dann einfach so. Ach, Kind.
So. Zack. Dann bauen wir hier jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Ich könnte dann nächste Woche, wenn du dann nicht kannst, die ganze Woche, könnte ich theoretisch Dingens. Erstmal die Folgen raushauen und vielleicht ein Singleplay-Display anfangen, wie Cry of 4 oder sowas. Ja, ja. Könntest du auch machen. Mach lieber Cry of 4. Dann haben wir auch ein Horror-Game auf unserem Kanal. Wo ist hier die scheiß Tür? Mal gucken. Vielleicht auch Left 4 Dead oder so, ich muss mal schauen. Ja, ja. So, was könnte man jetzt gut hier als Lampen benutzen? So, dann würde hier, ey. Den hier und hauen da die erste Tür hin. So, da unten ist noch Gold, das lasse ich aber erstmal. So. Dann kommt hier hin die zweite Tür und hier geht's dann so nach unten. Oh oh. Lass mich raten. Jupp, eine Höhle. Junge, genau dann, wenn man keine Höhlen braucht, kommen die alle. Egal, hat man was zum Gucken, während man langsam in die Basis voranschreitet. Ach, Kind, da unten kommt schon wieder eine. Ey. Boah. So, da machen wir natürlich auch alles wieder hier an der Seite. Hast du zufällig ein bisschen Eis für mich? Eis, ja. Eisblöcke, komm mal hoch, ich brauch die ganz dringend. Komm du zu mir runter. Wo bist du? Wenn du unter der Disco bei diesem USG, da gibt's dann einen Weg. Folg dem einfach. Na, Moment. Muss mir noch den Tierpelz geben, den brauche ich auch noch. Jo. Nice, irgendwo links verreckt irgendein Tier. Unter der Disco. Wo bist du? Folge dem Gang. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Durch die Türen durch. Ja. Naja, hier ist Gold.
Junge, welcher Spaß, die schreibt mich jetzt schon wieder an. Hammer. Sei vorsichtig, wenn da so ein Gang nach unten kommt, ne? Nicht einfach runterspringen. Obwohl hier unten liegt Wasser. Warte mal, ich mache hier mal so. Bin jetzt durch die Tür da alle gegangen. Ja, ja. Lauf weiter. Ich mache jetzt hier mal unter diesem Weg nach unten. Mache ich hier mal jetzt überall Wasser hin. Vielleicht federt das dann einen Sturz ab. Ja, ja, müsste dann Sturz abfedern. Wenn ich hier runterspringe. Ja, das federt den Sturz dann ab. Ja, warte, am besten gebe ich mir mal eine Bandage. Wo habe ich die Scheißteile denn? Alter, 43 Stück, geil. Und dann spring einfach runter und dann mal gucken, wie lang es ist. Na, warte, nochmal voll genesen hier. Und wir beobachten jetzt mal den langen Weg. Boah, ich muss schon wieder was essen. Egal, spring jetzt einfach. Ich höre dich plötzlich so leise. Alter! Jawohl, Sturz abgefedert. So, und hier kommt dann die große Basis hin. Geh mit mir. Mach ich, warte. Wo den haben Tierpelz wir? Und das Eis. Hier ist Eis. Oh. Tierpelz? Ja, diesen Wandteppich. Wandteppich. Übrigens, guck dir mein Outfit an. Ey, Junge, leg die zurück in meine Klamottenkiste. Nein, du hast eh jetzt die Vogelkönigin. Hier, ich kann dir die Banner geben. Nicht. Nimm die Banner. Meinst du diesen Bärenteppich? Der ist nicht da. Guck mal in der Dekokiste in unserem Haus nach. Okay, wie komme ich hier wieder hoch den Weg? Nein, es gibt keinen Weg hoch. Mach einfach mit Erdblock nach oben. Ich verbessere das dann danach. Oder warte, ich mach dann ja, okay, mach Erdblöcke dahin. Dann kann ich das später mit Treppenstufen aufbessern. Ich sehe es schon kommen, wir werden viele Treppenstufen brauchen. Boah, ich muss bratzen. Alter, ist hier ein fettes Vieh. Ist das ein Boss? So, ich würde sagen, das machen wir jetzt mal schon. Das ist jetzt kalt. Mach. Und verreck. Gleich kommt es. Ah, nein, ich bin tot. Jawohl, ich bin da oben. So, da kommt die erste Treppenstufe hin. Dann kommt da die zweite. Alter, ist hier viel Kohle und du lässt das alles liegen. Ja, Junge, ich musste erstmal den Gang vollenden. Noch mehr Kohle. Gute Guss. Wird Zeit, dass du mir die Beta-Sektor-Karte machst und dann geht es ab. Naja, ich habe ja selber schon Beta-Sektor. Wir bauen erst erstmal in unserem Haus weiter. So, ein paar davon. Wie ich die Disco geil finde. Ein paar davon. So ungefähr. So. Stay by your Fötzchen. Junge, ernsthaft so ein Schild und dann so mitten in der Disco Stay by your verzieren. Das war viel Eis. Wozu brauchst du das? Wirst du sehen. Es ist falscher Eis, egal. Du hast genug damit, dass ich da alles mit auskleiden kann. Ah, hier ist schon wieder das obere Ende von dem Teil. Ich habe jetzt einen Weg nach oben gebaut, ne? Stay by your Fötzchen. Tschö. So, dann können wir die wieder weglegen. Und da meldet sich der Timer. Oh. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound.
Auf die Tage. Ciao, Leute.